Himmel oder Hölle, Leben nach dem Tod. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Gibt es eine Hölle? Gibt es die Hölle? Ganz ehrlich, bevor ich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen bin, habe ich überhaupt gar nicht an so etwas geglaubt. Die Hölle war für mich so ein veraltetes Modell irgendwie, so gruseliges Mittelalter, Angstmacherei, was vielleicht von den Kirchen auch früher benutzt wurde, womit gedroht wurde den Menschen. Also ich habe echt überhaupt nicht an die Hölle geglaubt. Ich habe mir mein eigenes Weltbild zusammengeschustert. Ich habe gedacht, alle Menschen kommen in den Himmel. Ich habe ein bisschen von Reinkarnation mit hineingenommen, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Rosa-Rot-Brille aufgesetzt, dass alles passte. Aber dann habe ich schreckliche Visionen bekommen. Einfach so aus dem Nichts. Und ich bin ein bodenständiger Mensch. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch damals schon keinen Tropfen Alkohol getrunken. Also man kann jetzt nicht sagen, ich war vielleicht betrunken. Ich habe keine Drogen genommen. Ich war bei ganz klarem Verstand. Und mitten in meinem Alltag taten sich diese Visionen auf. Und das waren düstere, finstere Visionen, wo ich Menschen gesehen habe an einem dunklen, finsteren Ort. Ich habe ihre Schreie gehört, sie haben mir ihre Arme entgegengestreckt und ich wusste, ich kann ihnen nicht helfen, sie kommen von diesem Ort nicht mehr weg. Und für mich war das die Hölle. Ich habe auch andere Visionen gehabt, wo sich der Boden auftat und ganz tief ins Erdinnere ging es ganz dunkel hinab. Da war nur noch schwarz und ich wusste, da ist die Hölle. Also für mich war das die Hölle. Und das war wirklich sehr schlimm für mich, diese Zeit zu durchstehen. Keiner hat mir geglaubt, meine Familie hat an meinem Verstand gezweifelt, ich auch. Und Gott sei es gedankt, ist mir Jesus Christus begegnet, der lebendige Gott, wo ich gesehen habe, dass er mein Retter ist, dass er nicht nur mein Retter ist, sondern der Retter aller Menschen vor diesem dunklen Ort der Finsternis. Und dass Jesus jeden Menschen retten will und jeden Menschen retten kann. Dass er die Macht hat, dass er der Schöpfer ist von Himmel und Erde. In diesem Video hier, Jesus übernatürlich begegnet, erzähle ich mehr über meine höllenartigen Erfahrungen und über meine persönliche Begegnung mit Jesus. Du findest es auf unserem YouTube-Kanal von Netzwerk C. Ich möchte jetzt einfach nochmal unterstreichen, dass das Visionen von mir waren. Und wenn man Visionen hat, kommt immer etwas vielleicht von dem Menschen, von meinen eigenen Erfahrungen mit hinein. Deswegen bin ich sehr vorsichtig und sag immer, prüft alles, was Menschen sagen. Prüft die Visionen, prüft die Träume. Und prüfen kannst du anhand der Bibel, ob das Gesagte mit dem übereinstimmt, was in der Bibel steht. Die Bibel ist die Wahrheit Gottes und die Wahrheit ist Jesus. Und deswegen möchte ich in diesem Video auf das kommen, was Jesus gesagt hat. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Für mich waren meine eigenen Erfahrungen wichtig, um mir zu zeigen, dass es die Hölle gibt und dass Jesus unser aller Retter ist. Für mich war das der Beginn meines Dienstes, vollzeitlich, in dem ich seitdem stehe für meinen Herrn Jesus. Zum zweiten Teil des Videos gibt es die Hölle. Geht es über den Link, der hier im Video eingeblendet oder im Text der Videobeschreibung genannt wird. Auf unserem YouTube-Kanal von Netzwerk C findest du noch über 350 weitere Videos und Predigten zu ganz verschiedenen Glaubensthemen. Gerne darfst du unsere Medienarbeit, durch die viele Menschen zu Jesus finden, mit einer Spende unterstützen. Hab Dank dafür.